verschiedenste Menüs. Das war krass, gell? Ja. Das war krass. Weißt du warum? Also ich bin ein fettes Paket. Meine Frau, die ist halt immer so. Oh, der Bass geht ab, Leutonia, mit der Stadt. Tatjan Barisch. Tati erzählt uns von seiner. Oder der Bestellung seiner Frau bei Kogo. Ich nach dem Video nach Hause, hab meiner Frau gesagt, hier pass mal auf, ich habe was gefunden, sie gleich, sie, und dann sagt er, oh krass, ohne Scheiß, richtig geil. Wir gleich bestellt, an dem Tag, glaube ich noch. Ja, Mann. Und haben um die 100 Euro bestellt, warum? Weil ab 100 Euro ist Versand kostenfrei. Ja. Und dann sagt meine Frau, warum soll ich 5 Euro zahlen? Ja, dann bestelle ich ein bisschen mehr, sag ich auch, bestelle ein bisschen mehr und dann sparen wir uns die 5 Euro. Natürlich noch Rabattcode. Plus Rabattcode, super saftig, 5%. Mega krass, Mann, ja, richtig geil. Ist auch nach 3 Tagen gekommen, ja. Aber wir haben noch nicht alles aufgemacht, nur so ein Teil. Ja, das war schon jetzt schon richtig mega, Mann. Pistazienmus haben wir aufgemacht, meine Frau gleich hin und weg. Ich habe dann so eine Bio-Dattel-Haselnuss-Creme, ja, also Mann, wie dick. Gesehen, oh, Alter, die ist so richtig lecker. Wahnsinn. Ich schwärme immer noch und werde immer noch schwärmen. Und ich werde alles so ausprobieren, mir gefällt, Mann, ohne Scheiß. Ich habe die Seite auch angeschaut, wirklich vor 3-4 Jahren, Katik. Das war wirklich nicht so viele Produkte. Wie Hong sagt, es sind so viele Produkte einfach. Wir gehen ja die ganze Zeit, momentan ist ja so dieser Hype mit Selbstständigkeit, Geld verdienen und Unabhängigkeit und sowas. Und da ist es halt schon krass, respektabel, dass einer, den wir kennen, warte, ich zeige euch nochmal die Webseite, weil die Seite ist halt echt nicht klein. Ich habe so gesehen, die Mitarbeiter und so, und die Liste war so lang. Und das sind halt sozusagen seine Mitarbeiter. Und wir dann? Ja, eben. Das Team ist so krass groß. Da war ich echt beeindruckt, warte. Mach mal Bildschirm schon an. Macht der den Shop oder was? Ich dachte, er ist Erstenarbeiter von. Nein, ihm gehört das. Echt jetzt? Er hat das gegründet. Nein, oh, ich hab grad Gänsehaut. Ja! Alter, wer einfach nur ein Mitarbeiter, wen juckt, wenn er nur Mitarbeiter ist? Er hat das gegründet, er ist CEO. Echt jetzt? Oh ja. Mein Gott. Junge, das wusste ich nicht. Na, steht's doch mal, warte hier. Geschäftsführung Pigan. What the fuck? Und jetzt geht die Liste durch, wie viele Mitarbeiter er hat, Mann. Hat der richtige Unternehmer, hat der Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki oder so gelesen. What the fuck? Heftig, oder? Ja, Junge! 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 100, 100, 100, 100. Okay, Alter! Ja, okay. Alter, 50. Fast 60. Ja, aber das Krasse ist halt, dass die Produkte alle, glaube ich, wirklich top sind. Okay, genug Werbung gemacht. Ich hab hier noch Ding, gell? Oh mein Gott. Ich esse nicht so viel Süßes, Mann. Scheiße. Und eine Box haben wir natürlich auch am Start. Oh yes. Immer zum Aufwärmen. Nee, ich hab gerade. Die Jungs müssen erstmal reinkommen, ein bisschen quatschen und so. Und dann. Brokkoli, ich fühl mich top. Und dann können wir loslegen mit den Videos. Egal, hier die Box, quatsch nicht so viel rum. Okay, Bado, ich mach schon, ja? Quatsch nicht so viel rum. Philosophiert nicht so viel rum. Grüße gehen raus an Kingsloot. Vielen Dank für die Box. Wir freuen uns echt jeden Monat über die Box. Überraschungsei. Aber wir freuen uns eigentlich über alles, was wir geschenkt bekommen. Wir sind leicht zu. Oh mein Gott, ich sehe schon, was geil ist. Oh, geil. Oh mein Gott, ihr könnt das nicht. Das ist doch der Nachtkönig, sehe ich doch von hier. Ja, Mann. Oh mein Gott, echt jetzt. Alter, bitte ein Lolli wäre jetzt. Nein, das ist nicht der Nachtkönig, das ist Witcher. Was? Habt ihr nicht gesehen? Ja, Mann, The Witcher. Endgeil. Der Verwunschene oder was war das? Der, der Hexenjäger. Geiles Spiel eigentlich. Und der Film mit Vin Diesel, glaube ich. Und neue Netflix-Serie, glaube ich. Die Serie, ja. Kam recht gut an. Cool. Habe ich aber noch nicht gesehen. Grau diesmal. Habe ich nicht gesehen. Was ist das hier? Ich sehe Lord of the Rings. Frodo-Licht. Also, das hat er hat die letzte Zeit schon. Mal, aber andere. Ja, Mann. Ja, von den Cyborg hatte ich. Ja. Das ist von den DC. Jetzt haben wir mal ein Frodo-Licht, Alter. Ein Frodo-Licht. Frodo war der kleine Schwache, gell? Die waren alle klein und schwach. Also, Frodo war der. Die Hauptfigur, der mit dem Meer. Ja, Mann. Ach so, ja, Mann. Endgeil. Batterie rein und dann geht's los. Hier drauf drücken. Ah, ja, hast du uns ja letztens gezeigt mit dem. Ja, ja. Ich teste es mal aus, Alter. Oh mein Gott, es ist eine Lord of the Rings Box. Oh mein Gott, Pokerserie. Oh mein Gott. Warte, das muss ich aufmachen. Mach mal auf. Ja, geht's, Chong. Alles aufmachen. Chong nur am Pokern.
Alter, jetzt haben wir am Futtern und... Oh mein Gott, echt krass. Allein das hier ist schon geil, Mann. Schon, ja? Allein das ist schon geil. Alter. Echt? Alter. Boah, das Ass ist dagegen. Echt krass, Mann. Warte, was ist der König? Schau mal, was der König ist. Ah ja, das passt, ja. Alter. Gandalf, der König. Ja, krass, Alter. Schöner Abschluss. Schon geil, Mann. Das ist echt geil, Mann. Und Joker, ja, so ich bin der Joker. Ja, Mann, Gollum Joker, oder? Ja. Passt halt echt. Aber ernst geil, Mann. Echt geil gemacht, ja. Echt cool gemacht, Mann. Ist mega, Mensch. Ah, nein. Ja, Marvel schon wieder. Captain Marvel, man. Kennst du nicht Captain Marvel? Arschlitz für Captain America. Was ist das? Irgendein Spiel, oder? Eine Figur aus Captain Marvel, dem Film, aber ich habe gar keine Ahnung, wer das ist. Ah, ist es der, der sich schrumpft und groß klein macht? Nein! Oh mein Gott, das hat so ein eindeutiges Nein! Aber schaut gut aus. Du meinst Ant-Man! Ant-Man, ja genau, Ant-Man. Der hat ein rotes Kostüm, Alter! Echt? Rot, weinrot, Mann! Du hast echt gar keine Ahnung. Wer war das, Mann? Ja, Entschuldigung, ist echt viel, Mann. Ja. Die Sache Marvel und Film hat echt gar keine Ahnung. Dafür sind die Qualitäten woanders. Ja. Ja. Und jetzt Minecraft. Das ist so. Okay. Irgendwas. Junge, ein Hund, er nennt es. Ist lustig. Ich glaube, das ist so ein Eier. Ach so, ja. Zack. Frühstücksei. Ja, Frühstücksei. Egg and Toast Cracker. Was ist Toastkuppe? Das hier. Da kann man dann so. Hier, da sieht man es. Ah, raus. Da kannst du halt dann. Weißt schon. Ach den so. Toast toasten. Ja, ja, ja. Dann hast du halt so einen Löffel. Einen Löffel so oder so. Ausstanzer meinst du so? Ja. Zum Ausstanzen. Jo, coole Box, vielen Dank. Grüße gehen raus. Wir drehen jetzt ein paar Videos und dann haben die anderen, glaube ich, Bock auf ein Eis. Jo. Mal schauen, was heute so geht. Ich bin gespannt. Ich bin gut drauf. Ich hoffe, ihr auch. Gebt gerne ein Like. Wir sehen uns. Egal. Ja, klar. Echt? Echt jetzt? Schaffst du das bald? Ich heute mal hoch, weil ich bin. Ja. Sonst muss ich dich jede Woche hochziehen. Heute geht's echt nicht, Mann. Ich bin echt müde, Mann. Nee, ich bin fit. Ich bin top fit. Schafft ihr schon. Wie geht's im Kanal so? Letzte Zeit. Ich glaube, er hat sich stabilisiert, oder? Ja, voll. Jetzt so, wir sind zwar unter 30k gefallen, aber jetzt konstant bei 29,8 geblieben jetzt. Ja, das und auch Kommentare echt alle top. Wirklich alle top, Mann. Was mit deinem Freund passiert? Ja, der soll sich mal wieder melden, Mann. Ist der weg? Er hat einmal wieder geschrieben, ich so, ey, servus, was geht ab, Hagen und so. Der Hagenkreuz. Er hat sich aber nicht mehr gemeldet. Ja, aber ich glaube echt, wir haben uns stabilisiert jetzt. Das Gute, was ich finde, ist echt, wenn die Leute, das finde ich immer so geil, dass die Leute darauf antworten, ihre Meinung dazu geben, ob sie auch sowas erlebt haben, je nach Thema natürlich. Und dann kann man halt mit denen reden, weißt du? So, die sagen etwas, die erklären dir auch etwas, was du vielleicht auch gar nicht weißt oder ja, nicht gesagt das ist hast. Und das finde ich halt geil, weißt du? Und dann quatsch ich halt ein bisschen mit denen und so. Finde ich halt super. Die meisten wollen halt immer noch, dass Hong Pokémon Go macht und so. Immer noch. Ja. Aber es ist viel weniger geworden. Kommt's endlich drüber hinweg, Leute. Aber sonst bist du zufrieden. Ich bin. Momentan. Ich bin mit allem. Ich habe auch reingeschaut, also ich finde es auch nicht schlecht momentan. Also ich finde auch die Themen so. Ja, wir werden auch besser, ohne Scheiß. Also so. Die Themen sind echt sehr interessant auch. Finde ich auch mal so. Ich habe so Überblick geschaut, so die letzte Woche und so. Ja, also wir steigern uns auch von den Views her, glaube ich. Ist auch ein bisschen mehr, glaube ich, geworden. Glaube ich. Bin mir nicht nur sehen. Weil wir diese nackte Frau, also Bella Thorne. Nein, auch bei den anderen Themen, das Mann. Das haben gepackt auch haben. Bei den anderen Themen. Nein, aber ich glaube. Sex Sales, da kann mir keiner was sagen. Das ist einfach. Ja, du wolltest ja unbedingt die Taktik. Titten haben echt was Magisches, keine Ahnung warum. Ist wirklich immer so. Nee, aber so an sich echt geil, Mann. Ich bin höchst zufrieden, wirklich die Themen. Finde ich. Also ich persönlich finde ja die Themen auch gut, die wir auch immer ansprechen, weil das einfach auch für alle wichtig sein könnten oder ein bisschen was darüber erfahren könnten, rein theoretisch. Ne? Ja. Deswegen finde ich es schon gut, was wir machen. Ob wir natürlich alles richtig sagen oder ob unsere Meinung mit jeder Meinung richtig ist natürlich oder falsch ist, kann man ja nie sagen. Ja? Geht gar nicht. Aber es ist halt unser Ding und wir machen das und das macht Spaß. Essen nebenbei noch ein paar Nüsse, Alter.
Unverschämtheit. Ja, man, echt unverschämt. Also, Bar, ich wollte noch ein Eis. Wir laufen an so einer Eisdiele vorbei, nicht Eisdiele. Egal, es gibt halt Eis. Und Tati und ich so, schon so verdächtig so, willst du da echt rein? Es sah halt echt edel aus. Und Bar, ich so, ja, ja, geh mal rein. Und ich sag so aus Spaß, ja, solange die Kugel nicht 5 Euro kostet, können wir schon da reingehen. Und wir gehen so rein und die kostet einfach 3,30 eine kleine. Ja, Hongsu, ich kaufe mir hier nicht. Ich muss schon, okay, bitte andere Liga teuer sein. 3,30 für eine kleine Kugel. Ja, Mann. Für die kleine Portion irgendwas, man weiß nicht. Das war echt heftig, Mann. 3,30 ist einfach zu. Das war echt. Euro neu rauskam, hat eine. Das sprengt leider unser Limit. Puh. Unsere erste. Wir haben endlich ein Eis gefunden, Alter. Ein preisgünstiges Eis, sag ich mal. Schmeckt auch richtig lecker. Echt gut, Mann. Wirklich. Omas Apfelkuchen. Als wir den gesehen haben, direkt jeder von uns. Den müssen wir nehmen. Bart hat gehört, er hat gleich. Ja, man, direkt Oma nachgemacht. Ja. Ich will es halt echt so. Zweite Kugel hat jeder frei bestimmt. Ah, Mann, wir sind gerade an unserem alten Spot vorbeigegangen. Der Kartenladen hier in München. Funtainment. Viele gute Erinnerungen. Ja, Mann. Am besten. Die schönsten. Geil schmeckt diese Zartbitterschokolade. Man sieht doch mal wieder, keiner schafft es wirklich, 10 Cheeseburger zu essen, weil es so eklig ist. Was? Sido und so. Kennst du es nicht? Ich habe nicht geschaut, ne? Die schaffen es nicht, irgendwie 10 Cheeseburger. Was? Neue Herausforderung, Jungs, Alter. 10 Cheeseburger? Ich stelle mich da raus. Das klingt eigentlich voll easy. Alter, kennst du nicht die Videos? Boah, ich muss gerade nachdenken. Die sind richtig schlecht und so. Ich stell mich der Herausforderung, wenn es sein muss. 10 Cheeseburger? Ich glaube, ich dachte am Anfang voll easy. Ja, das klingt so viel. Aber ja, ich will es machen. Zeig's dir. Machen wir das. Ich mach's, Alter. Ja, können wir schon machen. Mach mal, wieso nicht? Was ist, wenn ich schaffe? Bin ich dann der King von YouTubern? Wer hat es nicht geschafft? Hat Tanzverbot es nicht geschafft? Ja, ich glaube, es war Sido. Ja, aber Sido hängt ja immer mit Tanzverbot jetzt ab. Die sind ja. Ja, das Video so. Sido ist doch kein guter Esser, oder? Ist ein guter Esser, meine ich. Ich nehme mal an nicht, Mann. Ich gehe auch nicht. Also Tanzverbot, den könntest du vielleicht zutrauen, Mann. Das ist eine Maschine, Alter. 10 Cheeseburger? Boah, keine Ahnung. Ich kann es echt gar nicht einschätzen. Also ich muss sagen, ich habe 5 Big Mac geschafft. Puh, okay. Das war aber auch schon gut, Mann. Ja, krass. Das war bei dieser Aktion da, wo es 1 Euro gekostet hat. Da habe ich 5 Big Macs geschafft. Aber danach war ich da schon echt down, Alter. Ja, ich finde das. Ja, ist ja auch egal jetzt, oder? Aber was meinst du jetzt? Man kann nicht so viel essen, weil das so günstig ist, oder? Ich weiß es, dass sie das gesagt haben, weil so eklig ist, haben die gesagt. Hm. Wir probieren es mal aus. Aber alles passt schon. Alles gut. Alles gut, Mann. Das Video nicht sehen. Alles nee, gut, kein Mann. Problem. Nein, ich will nicht Recht haben. Die Zuschauer verzeihen dir schon. Natürlich, sie verstehen dich. Natürlich sind wir gut, Mann. Ja, die lieben dich auch, die Zuschauer. Die lieben dich. Alles kein Problem. Wenn du mal falsche, Aussagen machst oder so. Die lieben dich trotzdem, Mann. Ja, die heutige Runde geht an Fatih anscheinend. Oh mein Gott. Ja.